Vermächtnis des Betrugs. Erinnerung. Jonah Vasquez. Erinnerung 201. Fußgänger drängen sich in den verregneten Straßen von White Rock im Bundesstaat Colorado. Ein Pärchen verlässt einen Supermarkt und wird prompt von Jonah über den Haufen gerannt. Äpfel und Orangen kullern durch glänzende Pfützen. Im Schein der Straßenlaternen ruft Jonah ihnen eine kurze Entschuldigung zu, bevor er auf die Straße stürmt. Eine Hupe ertönt, Autoscheinwerfer blitzen auf. Jonah rutscht über die Motorhaube eines gelben Luxuswagens und landet direkt vor einer Radfahrerin, die das Gleichgewicht verliert und stürzt. Sie rappelt sich auf und schleudert ihm Beschimpfungen hinterher, als plötzlich Kugeln durch die Luft sausen. Jonah wirft einen schnellen Blick über die Schulter und kracht gewaltsam durch einen Souvenirladen. Tassen und Teller gehen zu Bruch. Er stürzt durch den Hinterausgang in eine Gasse, rutscht auf dem nassen Asphalt aus. Er springt auf und sprintet davon. Er hechtet über einen Zaun, springt und taumelt eine mit Beton befestigte Böschung hinab. Hastig verkriecht er sich hinter einigen Mülltonnen. Während er noch nach Atem ringt, eilen zwei Angreifer in schwarzen Trenchcoats an ihm vorbei. Sie halten glänzende Pistolen mit Schalldämpfern. Mit zusammengekniffenen Augen starrt Jonah ihnen in der Dunkelheit nach. Offensichtlich war irgendjemand nicht sehr glücklich darüber, dass er scheinbar zufällige Tonübertragungen von unbekannten Orten entschlüsselt hatte. Spione nimmt er an, die mithilfe von verschlüsselten Signalen und Impulsen Namen und Koordinaten übertragen. Die Gründe dafür sind ihm weiterhin schleierhaft. Erinnerung 202. Jonah sitzt in seinem kleinen, ungepflegten Motelzimmer. Schreie hallen aus seinem Smartphone. Er sieht sich die gefälschten Aufnahmen an, die von einigen Teenagern angefertigt worden waren. Der Bildschirm füllte sich mit Teenagern, die vor einer aufgegebenen Radiostation flüchteten. Sie werden von einer Nebelwolke mit tödlichen Haken verfolgt, die wie Klauen nach ihnen greifen. Er weiß nicht, was er da vor sich hat. Es erinnert ihn an die Gemälde, die er als Kind mit seiner Mutter in einem Museum in Fresno gesehen hat. Kunst würde seinen Horizont erweitern, hatte sie gesagt. Nicht diese Art von Kunst. Diese Kunst hatte ihn in Panik versetzt. Danach wollte er nie wieder ein Museum besuchen. Dean Barker war ihr Lehrer gewesen. Sein Name war in den verschlüsselten Signalen, weil er etwas wusste. Seine Schüler hatten ihm auf jeden Fall etwas erzählt. Jonah schließt das Video und öffnet Deans digitales Profil, in der Hoffnung, irgendeinen Hinweis darauf zu finden, wo er ihn finden könnte. Erinnerung 203. Satellitenbilder mit Gesichtserkennung in Deans digitalen Profil verraten Jonah, dass der Lehrer regelmäßig eine Gemeinde obdachloser Männer und Frauen besucht, die unter einer verkehrsreichen Überführung ihren bedürftigen Lebensunterhalt verdienen. Er steigt aus seinem Auto, geht hinab und wandert zwischen den kleinen Lagerfeuern umher. Suchend blickt er in die kalten, ernsten Gesichter, die vom flackernden orangen Licht erhellt werden. Nach einer Weile fällt ihm ein in Decken gehüllter Mann auf, der ihn intensiv anstarrt. Als Jonah sich dem Mann nähert, springt dieser auf und läuft davon. Jonah folgt ihm bis zum Rand der Schnellstraße, von wo aus er beobachtet, wie Dean zwischen heranrasenden Autos hindurchläuft und im Wald auf der anderen Straßenseite verschwindet. Mit einem tiefen Seufzer kehrt er zu seinem Wagen zurück und versucht, wieder zu Atem zu kommen. Was weiß dieser Highschool-Lehrer, dass er derart verängstigt ist? Erinnerung 204. Früh am Morgen sitzt Jonah in seinem Auto und beobachtet ein Seniorenheim. Er hofft, dass Dean versuchen wird, Kontakt mit seinem Vater aufzunehmen. Ihm entfährt ein Seufzer, als ihm bewusst wird, dass er seit mindestens 3 Wochen keinen Kontakt mehr mit seinen eigenen Eltern hatte. Sicherlich machen sie sich große Sorgen um ihn. Er ist ein Narr. Darüber ist er sich im Klaren. So geht man nicht mit Menschen um, die einen lieb haben, die einen aufgezogen und den Großteil des Lebens beschützt haben. Er fühlt sich wie ein verzogener, undankbarer kleiner Flegel, weil er so viel Zeit verstreichen ließ, ohne sich auch nur einen kurzen Moment zu nehmen, um mit ihnen zu reden. Jonah starrt auf den Eingang zum Seniorenheim und redet sich ein, dass er sich heute Abend Zeit nehmen wird, seine Eltern anzurufen. Deans Vater leidet an Alzheimer und benötigt rund um die Uhr Pflege. Er möchte sich gar nicht erst vorstellen, wie es wäre, wenn seine Eltern ihn vergessen und sich nicht mehr daran erinnern, wie stolz sie darauf sind, dass er alles, was sie ihm beigebracht haben,
dazu nutzt, ihrem Land und der freien Welt zu dienen. Er hat ihnen aber niemals eingestanden, dass er sich manchmal unzureichend fühlte, weil er fast immer nur von seinem Schreibtisch aus arbeitete, auch wenn ihm seine Vorgesetzten immer wieder versichert hatten, dass er bei kritischen Missionen die rechte Hand sei. Das einzige Problem ist, dass er keine Ahnung hat, was die linke Hand mit seiner Arbeit anstellt. Und oft beschleicht Jonah das Gefühl, dass ihm nur Halbwahrheiten offenbart werden. Deshalb ist er hier. Deshalb verwendet er sein persönliches Erspartes, um eigene Ermittlungen anzustellen. Seine vollkommenen berechtigten Fragen zu den Firmen, die er aus den Signalen entschlüsselt hatte, hatten einen wunden Punkt berührt. Einen äußerst wunden Punkt. Die Reaktion war selbst für seinen Abteilungsleiter etwas völlig Neues gewesen und er wurde offiziell von diesem Fall abgezogen. Und da er eine artige rechte Hand war, hatte er offiziell mit der Arbeit an einem neuen Fall begonnen. Inoffiziell jedoch brauchte er ein paar Antworten auf seine Fragen. Erinnerung 205. Gerade als die Sonne hinter dem Horizont verschwindet, sieht Jonah einen Mann, der das Seniorenheim durch einen Nebenausgang verlässt. Jonah steigt aus dem Auto und folgt dem Mann hinter das Gebäude, verliert ihn jedoch aus den Augen. Schon wieder. Er stößt einen unterdrückten Fluch aus und gesteht sich ein, dass er sich besser auf Außeneinsätze vorbereiten sollte. Er muss mehr Zeit darauf verwenden, Nachforschungen anzustellen, als wenn er nur am Schreibtisch sitzt und mit Zahlen arbeitet, nach Mustern sucht und über Basketball plaudert. Mit einem Seufzer macht er sich auf dem Rückweg zu seinem Auto. Er versucht, die Tür zu öffnen, stellt jedoch fest, dass sie verschlossen ist. Er drückt auf den Knopf an seinem Autoschlüssel, öffnet die Tür, steigt ein und startet den Motor. Für einen kurzen Moment lehnt er sich gegen das Steuerrad und starrt frustriert auf den Eingang des Seniorenheims. Gerade als er den Rückwärtsgang einlegen will, wird plötzlich die Beifahrertür aufgerissen und er starrt in den Lauf einer Pistole. Frustration wird zu Betretenheit, als ein Mann mit Kapuze auf den Beifahrersitz springt und die Tür hinter sich schließt. Erinnerung 206. Jonah hebt die Hände. Dean starrte ihn einen langen Augenblick an und senkt dann die Waffe. »Warum verfolgst du mich? Ich sagte doch, dass ich zu dir kommen würde, sobald es sicher ist.« Jonah lässt die Hände sinken. Er hat keine Ahnung, wovon Dean redet, aber er hält ihn offensichtlich für jemand anderes. Er zuckt mit den Schultern. »Du musst vorsichtiger sein. Wenn ich dich so einfach entdecke, können die es auch. Die Kerle, die hinter mir her sind, sind bestens ausgebildet. Ex-Soldaten. Das sind Profis. Die siehst du nicht kommen und plötzlich hast du eine Kugel im Kopf.« Jonah hatte sie kommen sehen, als er Deans Wohnung durchsucht hatte. »Woher weißt du, dass ich keiner von denen bin?« Dean schluckt hörbar. »Weil ich dann schon tot wäre.« »Willst du immer noch mit mir reden? Es ist noch nicht zu spät, um den Kaninchenbau den Rücken zu kehren.« »Ja.« »Fahr los. Ich werde dir sagen, wohin.« Erinnerung 207. Dean hält Jonah für Max, der für eine unabhängige Organisation arbeitet, die den Verbleib einer Reihe von vermissten Personen untersucht. Er leitet ihn zu einem Feldweg, dem er bis zu einer alten, heruntergekommenen Holzbrücke folgt. Jonah hält das Auto am Waldrand an und dreht sich zu Dean, der die Brücke im Mondlicht mit leeren Augen anstarrt. Dean seufzt. »Mein Vater und ich haben früher am Fluss unter dieser Brücke geangelt. Das waren schöne Zeiten. Was weißt du über mich, Max?« Jonah wendet den Blick ab. »Du warst ein Lehrer in der Highschool. Nach deiner Tragödie auf dem Schrottplatz hast du gekündigt.« »Das war keine Tragödie. Ich kannte diese Kids. Sie haben sich nicht im Drogenrausch gegenseitig umgebracht. Sie haben so einige bescheuerte Dinge getan. Aber nicht sowas.« Jonah nickte aufmerksam. »Zuerst dachte ich, dass Agenten dahinter steckten, aber dann wurde mir klar, dass die Sache weitaus größer ist. Willst du dir keine Notizen machen?« Jonah tippt mit einem Finger gegen seine Schläfe. »Ich habe ein gutes Gedächtnis.« »Na gut, also, Johnny und die anderen fingen Signale ab, die von einer aufgegebenen Radiostation in den Bergen stammten. Seltsame Frequenzen und Vibrationen.
Also sind sie dort hoch, um nachzusehen. Und als sie die Station erreichten, haben sie ein paar Durchgeknallte in Roben dabei gefilmt, wie sie irgendein uraltes Ritual durchführten, bei denen ein unter Drogen gesetzter Kerl aufgespießt wurde, der keine Ahnung hatte, was da gerade passierte. Jonah zieht skeptisch die Augenbrauen hoch. Die Aufnahmen waren gefälscht. Nur ein Scherz, der viral gehen sollte. Dean schüttelte ernst den Kopf. Ich wünschte, es wäre so gewesen. Dann wären sie jetzt nämlich noch am Leben. Bestimmte Leute in den Medien verbreiteten 10 Lügen, um eine Wahrheit zu verbergen. Danach wurden die Quellen verunglimpft und eliminiert. Dean bezog sich auf eine alte Operation des Außenministeriums, die schon Jahre vor Jonas Geburt eingestellt worden war. Er seufzte skeptisch und hätte diesen Mann unter anderen Umständen als Verschwörungstheoretiker abgetan. Wäre sein Name nicht wichtig genug gewesen, um ihn in einer Reihe verschlüsselter Botschaften aufzutauchen? Bevor sie ausgeschaltet wurden, gingen sie noch einmal zur Station und nahmen mehr Material auf, bevor diese Mistkerle die Brücke zerstörten, die auf dem Berg führt. Ich veröffentlichte Teile der Aufnahmen und sie reagierten. 10 Lügen, um eine Wahrheit zu verbergen. Und irgendwie habe ich dabei wohl eine digitale Spur hinterlassen, die direkt zu mir fühlte. Dean schüttelte den Kopf und starrte ausdruckslos durch die Windschutzscheibe. Dieser Kaninchenbau ist tief, sehr tief. Unsere Staatsorgane würden von einigen Idioten kompromittiert und ein äußerst düsteres Geheimnis in diese Welt bringen wollten. Jonah nickte nachdenklich, als plötzlich eine Kugel ins Heck des Autos einschlägt. Ohne zu zögern, rollt Dean aus dem Auto ins hohe Gras und stürzt in den Wald. Jonah springt aus dem Auto und folgt ihm. Erinnerung 208. Jonah schleicht mit gezogener Waffe durch die Schatten. Er hat zwei Verfolger erkannt und geht davon aus, dass es sich um dieselben Angreifer handelt, die in Deans Wohnung gestellt hatten. Ganz schön viel Aufmerksamkeit für einen Verschwörungswirrkopf, der gefälschte Aufnahmen von uralten Kulten und tödlichen Ritualen verbreitet. Schnell duckt er sich ins Unterholz und lauscht lauter werdenden Schritten. Er wartet geduldig auf seine Verfolger. Einer läuft an ihm vorbei. Er hechtet auf seinen Versteck und schlägt ihn mit dem Griff seines Revolvers bewusstlos. Dann verschmilzt er wieder mit dem Schatten und wartet auf den zweiten. Einen Augenblick später sieht er ihn auf sich zustürmen. Gerade als er an ihm vorbeiläuft, streckt Jonah seinen Arm aus und reißt ihn zu Boden. Schnell verpasst er ihm noch einen Fausthieb gegen den Kopf. Dann erhebt er sich und ruft nach Dean. Er schaltet das Licht seines Smartphones ein und macht sich auf die Suche nach ihm. Erinnerung 209. Jonah hält vor dem Schrottplatz an und hofft, dass Dean demselben Instinkt gefolgt ist. Er steigt aus, klettert über einen Maschendrahtzaun und mustert die Umgebung. Es ergibt keinen Sinn. Irgendetwas stimmt einfach nicht. Sein Instinkt sagt ihm, dass er noch eine andere Möglichkeit hat. Er nimmt sich einen Augenblick, um den Kopf frei zu bekommen. Dann stellt er sich vor, wie die Teenager darüber diskutieren, was sie als nächstes tun sollen und wo sie die Beweise verstecken sollten, die sie über diese uralten Kult gesammelt haben. Johnny nimmt einen Umschlag und verschwindet zwischen den gestapelten Schrottautos. Jonah sieht sich die Autos an und fragt sich, ob er auf dem Schrottplatz irgendetwas versteckt ist. Etwas, was die Polizei übersehen haben könnte. Er geht davon aus, dass er Zeit totschlagen kann, bis Dean auftaucht, wenn es ihm nicht bereits erwischt hat. Erinnerung 210. 10 Lügen, um eine Wahrheit zu verbergen. Möglich ist es schon. Und es klingt auf jeden Fall nach etwas, was die Agency in ihren früheren Jahren getan hätte, als die Mandate noch schwammig waren und die Abteilungen von Psychopathen wie Stomper und Carter geleitet wurden. All die geheimen Abteilungen und Experimente, die so viele Leben zerstört hatten, waren offiziell geschlossen worden. Aber inoffiziell war er sich da nicht so sicher. Diese Programme hätten inoffiziell in andere Regierungsabteilungen wandern oder innerhalb der zahllosen Unterabteilungen der Agency einfach nur umbenannt werden können. Er konnte es schlichtweg nicht wissen. Nicht mit Sicherheit.
Seufzend gibt Jonah seine vergebliche Suche nach etwas, was die Geschichte des Lehrers bestätigen würde, auf. Er springt auf die Motorhaube eines ausgeweideten Trucks, legt sich auf den Rücken und starrt in den Sternenhimmel. Tief aus seiner Magengegend steigt ein grauenvolles Gefühl in ihm auf. Er wird den Lehrer nie wiedersehen. Niemand wird ihn je wiedersehen. Der Lehrer ist verschwunden. Er würde die Wahrheit nie erfahren, es sei denn, er würde die Ausrüstung kaufen, zur Radiostation auf dem Berg wandern und sich selbst ein Bild davon machen. Ein Teil von ihm möchte einfach nur nach Hause und diesen ganzen Schlamassel vergessen. Ein anderer Teil von ihm möchte es wissen. Muss es wissen. Muss verstehen, warum er so abrupt von seiner Aufgabe abgezogen wurde. Die linke Hand wusste nicht, was die rechte tat und war in Panik geraten. Diese Panik hatte ein merkwürdiges Gefühl in ihm verursacht. Genau dieses Gefühl war jetzt wieder da. Als vergrabene Gerüchte darüber, dass die Agency Rebellen rekrutierte und finanzierte, um Regionen zu destabilisieren und Waffen an Regierungen zu verkaufen, wieder ans Licht kamen. Der Gedanke allein lässt ihm wünschen, seinen Job an den Nagel zu hängen und zu seinem Vater auf die Farm zu ziehen. Aber bisher hat er noch nie aufgegeben und er erkennt, wie perfekt er dazu geeignet ist, den Garten von innen heraus zu jäten. Und dabei vielleicht auch ein paar Schlangen zu töten. Wenn er jetzt kündigte, würde das Unkraut nur weiter wuchern und die Schlangen würden an der Macht bleiben. Das durfte er nicht zulassen und er durfte sein Land auch nicht den Rücken kehren, selbst wenn er dafür ein Doppelleben führen musste, was er sowieso schon tat. Je mehr er darüber nachdachte, desto mehr würde ihm bewusst, dass ihm die Klettertour seines Lebens bevorstand. Und vielleicht sogar der Kampf seines Lebens.